So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Es gibt ein neues Feature in Pokémon Go, die Döner Raids oder auch Diner Raids oder Döner Raids. Jeder sagt das irgendwie anders. Ich möchte heute meinen ersten Döner Raid machen, Diner Raid, Dynamax. Will mir das mal angucken, wie das aussieht, wie das funktioniert. Vorher muss ich aber noch mein Gala-Pullover anlegen. Das heißt, den wirft man sich einfach hier drüber, den schießt man einmal hier hinten lang. Dann knotet man den zu, setzt die Mütze auf und schon sind wir nicht mehr der Ramses, der normale Raids macht, sondern wir sind der Gala-Ramses. So. Jetzt ist das Gute, wir haben Pokestops im Spiel, wir haben Arenen im Spiel und die Dönerpunkte, die Dönerbuden, die erscheinen unabhängig von den Stops und den Arenen. Das sind völlig neue Punkte im Spiel. Unschwer zu erkennen sitze ich hier an unserem Challenge-Tisch, wo wir immer ultimative Bier-Tastings machen, wo wir Maßkreationen testen. Und wenn man jetzt mal ins Spiel guckt, seht ihr, hier ist ja immer so ein Dreier-Stop. Da ist gerade ein Rocket-Rübel dran, also gut, das ist Alu, ein Rocket-Boss. Dann sind noch zwei Stops, das ist eine Stelle, hier habe ich schon mal mit dem Silvio gesessen und den guten Karamell-Wodka getestet. Das war richtig cool. Und in der Mitte ist jetzt hier auch noch ein Dynamax-Raid, ein Döner-Raid. Ich habe nämlich geguckt, was gibt's denn Neues? Du hast ja die Nearby-Liste mit Pokémon, du hast hier die Raid-Nearby-Liste, Bier-Nei-Liste und du hast die Kraftquellen jetzt. Da heute ab dem 10. das Gigantisch-Event losgegangen ist, sind das jetzt nicht nur Kraftquellen zum Kraftpunkte sammeln oder Dönerpartikel sammeln. Du kannst jetzt hier auch raiden immer von 6 bis 21 Uhr, sind die dann glaube ich da. Und hier habe ich einen Glumanda, hier ist Bisasam, hier ist Wolli in der Nähe. Aber der bei mir jetzt hier dran ist, ist der Glumanda. Und das wird der erste sein, den wir machen. Ich drücke jetzt mal hier drauf. Kämpfen, verwenden 250 DP. Also man kann nicht völlig kostenlos kämpfen. Man muss 250 Dönerpartikel, 250 Milliliter Dönersoße spenden, um da mitzumachen. Ich habe 500 DP. Da oben ist ein Pokal, da steht eine 2. Was heißt das? Angriffsbonus. Diese Pokémon helfen beim Kampf gegen den Kraftquellenboss. Kolle, Chrissy, Raffel, Wolle. Angriffsbonus 2 von 4. Wir verwenden jetzt mal 250 Energie, also Dönersoße. Wir stellen vor, Dönerkämpfe, besiege mächtige Dönermax und Giga Dönermax Pokémon für die Chance, sie zu fangen. Verbleibende Pokémon, besiege den Kraftquellen-Boss, bevor er alle Pokémon deines Teams besiegt. Ja. Wieso geht das jetzt nicht weiter? Ich will weiter, ich darf zurück. Ich darf aber nicht weiterziehen. Jetzt. Lade dein Döner-Meter auf, greife den Boss an, um das Meter ganz oben aufzufüllen. Wenn das Meter voll ist, wird dein Pokémon zum Döner-Max oder Giga-Döner-Max. Das erklärt sich ja alles von selbst, weil die Leute immer gesagt haben, wie funktioniert das, wie funktioniert das? Grüße an Thomas. Ich habe gesagt, warte doch auf den 10., dann ist das Zeug da. Sammle Energie, wische, um Energie zu sammeln und das Döner-Meter schneller zu füllen. Und Döner-Attacken. Döner-Max und Giga-Döner-Max-Pokémon können besondere Attacken einsetzen. Döner-Kampfgeist, Attacke, Döner-Wall. Okay, so. Ich will jetzt aber trotzdem hier die Punkte reinschmeißen. Und ich habe auch nur 3 Döner-Pokémon, die es ja aus der Spezialforschung gab. Wir haben hier einmal Raffel, wir haben Wolli und wir haben nochmal Wolli. Wolli müsste das Beste sein. Ich glaube, bei dem habe ich die Sachen auch den ersten Level oder den zweiten Level erreicht. Immer ein bisschen Döner-Partikel nehmen. Und die Level hochboosten von den Attacken. Mal gucken, ob das was ist. 0 von 1 bereit. Jetzt drücke ich bereit. 1 von 1 bereit. Okay, ich bin am Start. Was heißt das? Basierend auf der Anzahl der Pokémon, die an der Kraftquelle platziert sind, erhältst du einen Angriffsbonus. Also hier scheinen schon 2 Leute natürlich Döner-Raids gemacht zu haben und haben ihre Döner platziert. Das sind die, die mir angezeigt werden. Wir gehen jetzt hier rein. Da ist das große Glumanda. Und wir, was machen wir hier? Attacken erhalten Boost. Also wir greifen gerade an. Ich hab an dem Wolli gar nichts eingestellt. Ich weiß gar nicht, mit was der gerade angreift. Auf jeden Fall zieht das Glumanda bei uns was ab. Wir drücken mal hier. Was ist das? Weiß ich nicht. Jetzt drücken wir mal wieder hier. Also ich drücke überall gleichzeitig. Beim Glumanda nimmt es was ab. Bei mir aber auch. Bei mir natürlich wieder mehr. Wann kann ich mal was anderes machen? Ich
Blick schon gerade nicht durch. Jetzt ist die Hälfte der Energie bei mir gleich weg. Glumanda, der Tang, ist ein bisschen tangy. Ich hab schon gesagt, das ist doch bestimmt gar nicht so schwer. Also mach doch einfach ganz normal, greif da an. Das ist doch nur Stufe 1. Das wird schon funktionieren, aber ich sehe schon, unser... Reicht das, wenn ich links drücke oder muss ich links auf das Dönermax-Zeichen klicken und gleichzeitig auch auf die Attacken klicken oder was macht das? D-Max in 3, 2, 1. Jetzt wird's fett und groß. Jetzt, wo es fast tot ist, wird's groß. Und jetzt habe ich jetzt die drei Sachen zur Auswahl. Ich würde mich gerne erstmal heilen, weil ich ja kaum noch Energie habe. Döner-Angriff, Döner-Kampfgeist. Ich drücke mal hier auf den Döner-Kampfgeist. KP aufgefüllt. Das war ja gar nichts. Noch zwei Döner-Attacken. Ja, dann mache ich jetzt mal hier die Döner-Attacke, okay. Das hat ordentlich reingehauen, der ist gleich tot. Wir sind aber auch gleich tot. Ich werde jetzt einfach nochmal hier die Döner-Attacke in der Mitte machen. Und dann ist er besiegt. Ich muss euch sagen, ich raff gar nichts. Also das ist richtig cool. Gewinne 1 von 3 Döner-Raids. Haben wir jetzt. Jetzt kriegt er auch Belohnungen. Du hast mich gefragt und ich habe nichts gesagt. Wer kennt das? Rammstein? So, 10.000. Wähle ein Pokémon, um es an dieser Kraftquelle zu platzieren. Es verdient Bonbons und hilft in Kämpfen. Du kannst dein Pokémon jederzeit zurückrufen. Wir nehmen mal das mittlere Volley, weil so habe ich wenigstens Raffel und Volley noch da. So, schmeißen wir mal da rein. Es gibt 10.000 EP. Also, die Leute, die immer sagen, das Feature ist total sinnlos und nutzlos und damit machst du einfach gar nichts und überhaupt... Schon alleine, dass du kostenlos EP dir dazu verdienen kannst, weil du gehst zu ein paar Kraftquellen, kriegst Dönerpartikel und dann kannst du die Dönerpartikel eintauschen, dass du kämpfen kannst und aus diesem Kampf ziehst du 10.000 EP raus. Du brauchst keinen Raid-Pass dazu. Neben deinem täglichen Raid, den du machst, kannst du täglich Döner-Raids machen, wo du einfach ein paar Kraftquellen besuchst, Energie kriegst und die nimmst zum Kämpfen und dann wieder... Also eigentlich ist das doch, man muss es nicht machen, aber wenn man es macht, kriegt man was kostenlos. Wenn ich jetzt hier 200 Coins bezahle, dann kriege ich nochmal 10 Bälle mehr, ich kriege nochmal 2 Beleber mehr und ich kriege nochmal 10.000 EP mehr. Das möchte ich aber nicht. Wir wollen jetzt einfach nur das Döner-Pokémon fangen. Muss man da was nehmen? Ja, der Ball ist groß und fett. Ja, Ball fliegt aber auch sonst wohin. Ich dachte, das sitzt einfach nah dran, das können wir einfach so machen, aber wir haben ja Bären. 1, 2, 3, aber er ist drin. So, und jetzt habe ich ein Döner Glumanda. Der kann fett und groß werden und alles andere ist gesperrt, aber ihr könnt ja hier trotzdem für 400, na gut, habe ich nicht mehr, ich habe jetzt ja 250 eingesetzt. Ich habe nur noch 250 Dönerpartikel, ansonsten könnte ich bei dem jetzt auch Angriffe starten, denn das ist ja, wenn ihr einen Bisasam zum Beispiel bekämpfen wollt, Hier hinten ist Bisasam. Ihr könntet jetzt Glumanda nehmen, könntet zum Bisasam. Ihr müsst halt vorher noch ein paar Partikel sammeln und dann könnt ihr mit einem Feuer-Pokémon das Pflanzen-Pokémon besiegen und so weiter. Ich sehe jetzt immer noch nicht, dass ich einen Nachteil dadurch habe, sondern ich habe mehr Action im Spiel und kann einfach mehr machen. Was passiert, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Infoboard, ey, guck dir das an, da sitzen schon drei kurz drin. Infoboard, Waldgarten, ja, mehr ist das nicht. Wie sieht das überhaupt aus? Wie gut ist das? Ich habe es gar nicht bewertet. Es ist ein zweisterniges mit 11, 10 und 13. 10. 9. Mining. So. Ansonsten kann ich jetzt damit nichts machen. Also eigentlich ist es komplett egal. Die Dinger können natürlich auch shiny sein. Dann. Ihr könnt einen 100er rausziehen. Ihr könnt die aber nur wohl in Dynamax-Raids nutzen. Die Dynamax-Pokémon, die ihr rauszieht, könnt ihr in anderen Dynamax wieder machen. Ansonsten könnt ihr mit euren normalen Pokémon, die ihr habt und hochgezogen habt, jederzeit einen 3er, einen 1er, einen 5er ganz normal machen, legendär. Ihr könnt die GBL weiter nutzen. Also es ist ein zusätzliches Feature, das man auf der Döner-Ebene jetzt sich noch probiert, so wie andere sich in der GBL probieren. Und andere sagen, sie machen einfach nur Raids und wollen große, starke, 100%ige Legendäre pushen und alles niederreißen. Für mich, Spielprinzip erweitert. Ich blick's noch nicht ganz. Ich hatte wahrscheinlich nur Glück, dass ich gewonnen habe. Aber habe mir jetzt so einen Glumanda geholt. So, hier ist auch eine Forschung da, wo man natürlich nochmal hier Dönerpartikel kriegt. Schalte eine Dönerattacke frei. Was ist das? Was heißt das? Weiß ich nicht. Hier kann ich abholen, 3 Dönerkämpfe gewinnen. Ja, da brauche ich aber heute
Ich habe jetzt 470 von 1000. Ich könnte noch ein Bisasam machen, aber dann wird das Video zu lang. Egal. Ich laufe mal zum Bisasam, oder? Der ist doch hier irgendwo. Ich laufe mal zum Bisasam, bekämpfe den und dann schneide ich nur mal rein, ob es was geworden ist. So, passend für den zweiten Döner-Raid stehen wir hier vor einer Dönerbude. Also, das war meine ehemalige Dönerbude, aber die mussten schließen. Da kam das Gesundheitsamt. Dann wusste ich auch, wieso ich immer so viel Bauchramses habe. Und was sagt man jetzt dazu? Also, das zweite Ding, was ich jetzt gemacht habe, war Bisasam. Ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht. Ich rede jetzt und blende das ein bisschen nebenbei mal ein. Ich dachte, okay, kämpfst du mit Glumanda? Ist ja Feuer gegen Pflanze, war gar nicht nötig. Es war Raffel vorne drin. Es war eigentlich nur wildes Tasten, Hämmern. Ich habe die ganze Zeit immer nur auf Angriff, 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 Attacke, Spam. Irgendwann war dann da dieses Dynamax-Symbol, nee, dieses, der Dönerkreis war da. Da habe ich drauf gedrückt, dann hat das den Dönermeter oben gefüllt. Und als der dann voll war, ist das Ding halt wieder groß geworden. Das Raffel wurde Dynamaxed. Und dann dachte ich, was willst du jetzt heilen? Das hat ja beim letzten Mal hat der Gegner dann gar nicht mehr angegriffen, seitdem du groß warst. Also, ich heile nicht. Ich baue mir kein Schutzschild. Ich hau die Attacke drauf. Batsch! Ich hau das zweite Mal die Attacke drauf. Batsch! Nach zwei Attacken war es dann tot. Und das war's. Ich habe wieder eine Masse an EP gekriegt. Ich konnte das Bisasam dann fangen. Ich habe sogar einfach fabelhaft getroffen. Es ist im ersten Ball aber nicht drin geblieben. Es ist nochmal rausgekommen. Ich habe nochmal einen zweiten Ball geworfen. Der war dann auch einfach fabelhaft. Ich habe es bewertet. Ich durfte auch wieder ein Pokémon in der Kraftquelle zurücklassen. Diesmal habe ich das Raffel zurückgelassen, damit ich beim nächsten Mal vielleicht doch mit Glumanda kämpfen kann. Habe jetzt also Raffel, Wolli und Bisasam, ja, so dass ich immer genau drei habe. Wenn der Rest nicht da ist, habe ich trotzdem drei und das passt. Und ich habe es bewertet, es hat sogar 15 Angriff. Das ist ganz cool und ich musste nichts dafür bezahlen. Achso, und ich habe gemerkt, natürlich am Anfang, als ich dann auf diesen Diner Raid drauf gedrückt habe, sind mir erstmal diese 100 Dynamax Partikel entgegengeflogen. Also diese Kraftquellen funktionieren weiterhin so, selbst wenn du jetzt nicht kämpfen willst. Kannst du rumlaufen an diesen Diner Raids, die DP sammeln, um deine Pokémon, die du hast, dann irgendwie zu pushen. Du kannst aber auch einfach hin und kannst kämpfen. Du kriegst sie ja sowieso obendrauf. Und ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon einen Döner Raid gemacht? 1, 2, 3, 4, 5. Ist das neue Feature, was man braucht? Ohne dass es nicht geht? Das bestimmt nicht. Aber es ist kostenlos. Ist ein bisschen tricky, müsst aufpassen, wenn ihr am Ende dann hier die Belohnungen kriegt und drückt zu schnell, dass ihr nicht unten drückt, auf Premium-Belohnungen und alles doppelt kriegt, weil dafür muss man Pokécoins ausgeben, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einfach nur die normalen Belohnungen, wenn da auch mal Sonderbonbons oder so drin sind. Mal gucken, was es so noch gibt. Gerade wenn die Raids dann größer sind, Tarnel, Dreier, Diner Raid, das kann was werden. Und ihr könnt ja auch mit mehreren Leuten spielen, deswegen ist ja da eine Lobby. Wenn ihr alleine seid, drückt ihr gleich bereit, macht das alleine. Ansonsten könnt ihr, glaube ich, vier Leute könnten vor Ort zusammen den Döner-Raid machen. Oder es geht halt nur, wenn Leute reingesetzt sind, dass die dann da irgendwie mitmachen. Das habe ich noch gar nicht raus. Ob jetzt, weil ich drin sitze, wenn jemand was macht, ich dadurch dann auch wieder was kriege, aber irgendwie wahrscheinlich schon. Das sehe ich dann aber erst, wenn es wieder vorbei ist. Sonst war es das jetzt von meiner Seite aus. Ich kann nicht verstehen, wieso man dieses Feature jetzt kritisiert oder hatet oder sagt, das macht das ganze Spiel kaputt. Ihr könnt auch ohne dieses Feature spielen, weiterhin wie bisher. Ihr könnt aber auch mit diesem Feature eben noch ein bisschen mehr spielen. Kostenlos. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wie findet ihr die Dönerkämpfe? Schreibt's mal rein. Peace out, Vorhaut. Und nochmal, ciao.